Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie des zweiten Spieltags Hannover 96 U23 gegen Rot-Weiß Essen. Das erste Wort gebührt selbstverständlich unserem Gästetrainer, einem alten Bekannten, Christoph Dabrowski. Dabo, dein Statement bitte. Ja, vielen Dank. Ja, zunächst einmal habe ich mich sehr gefreut, wieder mal in Hannover zu sein, auch hier im Stadion zu spielen und viele bekannte Gesichter zu treffen. Ja, darüber hinaus freue ich mich natürlich über die drei Punkte. Ja, ich glaube, das war ein Spiel absolut auf Augenhöhe. Ja, Hannover, sehr, sehr junge, talentierte Mannschaft mit viel Qualität. Ich glaube, dass wir sehr gute Umschaltmomente hatten aus einer guten Kompaktheit und dort dann auch zwei Tore dadurch erzielt haben. Hannover hat immer wieder versucht, nach vorne zu spielen, gerade auch in der zweiten Halbzeit, eine oder andere Chance auch noch liegen lassen. Und ja, auch bei den Temperaturen, Hut ab, was die Spieler, beide Mannschaften abgerissen haben. Es war nicht einfach und dementsprechend haben wir ja, dann nach hinten raus das Quäntchen Glück gehabt, nicht noch einen Anschluss dort zu kassieren, aber haben alles reingehauen und sind froh, mit dem Sieg jetzt punktemäßig auch in der Saison dann angekommen zu sein. Ja, euch alles Gute für den weiteren Saisonverlauf und vielen Dank. Danke dir, Dabo. Dann gebührt das Wort jetzt unserem Trainer Daniel Stendel. Daniel. Ja, gut. Dann Gratulation zu den drei Punkten, obwohl wir sie gerne hier behalten hätten. Und ja, das Spiel eigentlich auch eine Menge hergegeben hat für uns. Letzte Woche haben wir gesagt, wir wollen deutlich mutiger, intensiver spielen, weil wir es einfach können. Ich denke, das haben wir heute gezeigt. Auch bei nochmal 5, 6 Grad mehr als letzte Woche, glaube ich, war nicht so einfach für die Jungs auf dem Platz. Aber ja, haben eigentlich eine Menge von dem gemacht, was wir spielen wollen, was unser Ziel ist zu spielen. Wir wollen es nicht verstecken, auch wenn es eine neue Liga für uns ist. Ich denke, die ersten 20 Minuten waren wir richtig gut im Spiel, sind leider nicht in Führung gegangen, sondern sogar in Rückstand. Das war schon hart. Die Jungs sind zurückgekommen und zweite Halbzeit starten wir eigentlich fast optimal, sag ich mal, wenn er vom Innenpfosten reingeht. So geht er raus und halbe Minute später steht 1-0 für Essen. Das hat uns wehgetan und dann muss man sagen, dann ist der Mut, den wir haben, ein bisschen in zu viel Wildheit umgeschlagen, dass wir dann einfach in der Viertelstunde eigentlich das Spiel weggegeben haben. Auch wenn wir nochmal zurückkommen, aber in der Viertelstunde denke ich, dass wir irgendwie auf Teufel komm raus sofort wieder zurückkommen wollten und viele Konterräume zugelassen haben, das auch nicht optimal verteidigt haben. Dann stand es 3-1. Dann muss ich sagen, auch nochmal mit den Wechseln haben wir nochmal neuen Druck entfacht, hatten zwei, drei ordentliche Chancen, vielleicht keine hundertprozentige, aber schon sehr, sehr ordentliche Chancen. Sollte nicht sein und trotzdem nehmen wir mit, dass wir, oder ich persönlich nehme erstmal mit, dass es einfach mehr Spaß macht, solche Spieler von außen zu coachen, auch wenn es natürlich immer um die drei Punkte geht. Aber so stelle ich mir vor, dass wir Fußball spielen mit dem einen oder anderen Fehler weniger in der Defensive und ein bisschen Quäntchen Glück in der Offensive. Und dann sind wir hoffentlich in zwei Wochen in Sandhausen in der Liga angekommen mit den nächsten Punkten, ersten Punkten. Dankeschön. Vielen Dank, Daniel. Und jetzt gibt es natürlich für Sie und für euch die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen. Wer eine Frage hat, bitte einmal um Handzeichen. Und dann kommt Jan auch gleich mit dem Mikrofon um die Ecke. Mit Viererkette gespielt, anstatt mit Dreierkette, Rios Alonso rechts, anstatt zentral. Kannst du vielleicht mal kurz sagen, warum du dich dazu entschieden hast und wie dir auch die Umsetzung dann auf dem Platz gefallen hat? Ja, wir haben eine lange Trainingswoche gehabt. Wir haben viel, auch was das Thema Ballbesitz anbetrifft, auch probiert und wollten mehr Verbindungspunkte im 4-3-3 im Ballbesitz haben. Aber man muss ganz klar sagen, es war wichtig, heute die drei Punkte zu holen. Aber Sie sehen ja, dass wir schon noch ein bisschen Arbeit vor uns haben. Ja, wir sind noch längst nicht so weit im Selbstverständnis, in der Selbstsicherheit, in den Abläufen, so einen Gegner wie Hannover in Grund und Boden zu spielen. Das hat man gesehen. Ja, das ist aber auch ein ganz normaler Prozess für mich. Ja, ich glaube, in der Kompaktheit, im Umschaltspiel haben wir richtig gute Möglichkeiten gehabt, wo der Gegner uns diese Räume gegeben hat. Und alles andere ist verbunden mit harter Arbeit in den nächsten Wochen. Aber es ist halt einfacher mit einem guten Ergebnis, ja, um einfach dieses Gefühl mitzunehmen und Selbstvertrauen zu tanken.
Hier vorne haben wir eine Frage. Hi, eine Frage an Herrn Stendel. Zwei Niederlagen zum Auftakt, aber sehr viel Gutes dabei. Jetzt sind zwei Wochen Pause. Woran wollen Sie ansetzen? Was sind so die ersten Punkte, die in der Pause in Angriff genommen werden? Ja gut, ich denke, wie gesagt, wir haben diese Woche, dadurch, dass wir auch eine längere Woche hatten, Samstag, Sonntag, ein bisschen Zeit, schon das eine oder andere aufzuarbeiten. Deswegen finde ich, dass wir schon gerade gegen den Ball viele Sachen deutlich besser gemacht haben als in der letzten Woche. Trotzdem ist bei uns die Basis, was wir mit dem Ballbesitz tun, denn danach. Und da hatten wir gute Momente, aber ich denke, da können wir noch deutlich mehr kreieren. Auch mehr die Räume nutzen, die wir uns eigentlich erarbeitet haben durch ein gutes Spiel gegen den Ball. Das weiß ich, dass wir es besser können. Der eine oder andere ist lange verletzt gewesen oder ist noch verletzt. Da haben wir natürlich oft den einen oder anderen, der zurückkommt. Und trotzdem war es jetzt ähnlich wie letzte Woche. Die Gegentore waren ein Tick zu einfach. Am Ende entscheiden immer Fehler die Spiele. Das verstehe ich schon. Aber so einfach müssen wir es dem Gegner auch nicht machen wie heute. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen und euch fürs Kommen. Und wir sehen uns dann wieder in knapp vier Wochen gegen den SCVR. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.